Guten Tag, mein Name ist Claudia Schmidt von der AHK Marokko und ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick über Marokko, die Brücke zwischen Europa und Afrika, geben. Marokko hat in den letzten 10 Jahren gewaltige Sprünge gemacht in verschiedensten Sektoren. Wir haben zum Beispiel in der Region Tanger im Norden von Marokko hat sich dort ist mittlerweile der größte Hafen Afrikas und des Mittelmeerraumes entstanden. Die größte Freihandelszone Afrikas ist dort auch angesiedelt und hat einen Umschlagplatz von mehr als 7,3 Milliarden Euro in 2018 gehabt und mehr als 75.000 Arbeitsplätze sind mittlerweile vorhanden. Im Moment wird der Hafen weiter ausgebaut, somit werden auch weitere Arbeitsplätze dort kreiert. Des Weiteren ist auch der Automotive Cluster in Marokko sehr in den letzten Jahren gewachsen. Viele große Firmen haben sich hier angesiedelt. Renault, PSA ist, ja, wie gesagt, schon seit den 50er Jahren hier in Marokko. Aber auch die deutsche Firma Leoni ist seit mehr als 30 Jahren hier und hat über 12.000 Beschäftigte. Unter anderem hat Marokko sich auch in verschiedenen Hightech-Sektoren sehr etabliert. In Marokko ist der erste Hochgeschwindigkeitszug Afrikas, läuft hier seit November 2018. Die Strecke Casablanca-Tanger ist 350 Kilometer lang, wo früher mit dem normalen Zug beinahe 5 Stunden drüber gefahren wurde, sind es jetzt nur noch 2 Stunden und 10 Minuten. Ab 2021 soll sogar nur noch 1,5 Stunden darüber gefahren werden. Im ersten Jahr wurden hier mehr als 3 Millionen Fahrgäste befördert auf dieser Strecke und man hat auch man wird auch nicht nur bis Casablanca diese Strecke weitermachen, sondern will auch Richtung Marrakesch und Agadir Hochgeschwindigkeitszüge fahren lassen. Ebenso ist der Aeronautikbereich in Marokko in den letzten Jahren sehr im Aufschwung. Wir haben vor allem hier in der Nähe vom Flughafen Casablanca ist ebenfalls eine Freihandelszone errichtet und ein großer Zukunftssektor ist halt auch der Aeronautik. Boeing sowie Airbus haben sich hier in Casablanca in den Freihandelszonen niedergelassen und Produktionsstätten eröffnet. Die Energiewende hat sich hier in Marokko in den letzten, ja, beinahe 10 Jahren in einem sehr großen Tempo vorwärts betrieben, sehr positiv hinterlassen. In Bazazat wurde das weltweit größte solarthermische Kraftwerk, das erste errichtet mit über 3000 Hektar Gesamtfläche, das heißt mehr als 30 Fußballfelder groß. Mittlerweile sind sogar in Midelt im Nordosten ein weiteres solarthermisches Kraftwerk wird dort gebaut mit nicht ganz so groß, aber auch in Richtung, ich meine, 2.000 Hektar werden dort auch für ein solarthermisches Kraftwerk an Fläche bebaut. Die Windenergie hat mit Siemens einen Aufschwung hier in Marokko auch betrieben. Und zwar wurden hier im 2017 eine Fabrik für Rotorblätter errichtet von der Fusion Siemens Gamesa, die in 2017 vollzogen wurde. Und dort wurde in Tanger wurde eine Fabrik,
gebaut in der Freihandelszone für den Export und aber auch hier für Marokko selber, da Marokko von seiner Lage her unter sehr guten Windbedingungen profitieren kann, sind ja auch sehr große Windparks erstellt worden an den Küsten bis runter nach Dakar und Lahore. Marokko hat in den letzten 10 Jahren im Ease of Doing Business einen Sprung vom Platz 128 zu 53 gemacht. Das bedeutet mehr als 75 Plätze nach oben hin. Das ist nur zu zeigen, inwieweit Marokko sich auf die Weltwirtschaft und auf neue Märkte einstellt, um auch den Zugang von Firmen von anderen Ländern hier in Marokko für Investitionen zu erleichtern. Es wurden viele, viele neue Dinge implementiert, digitalisiert und auch bei öffentlichen Instanzen, bei Banken und gerade jetzt mit den Virus Covid-19 sehen wir immer mehr in einem rasenden Tempo die Digitalisierung in den Ministerien, in den öffentlichen Instanzen, die Pilze aus dem Boot schießen und es funktioniert anscheinend relativ problemlos, diese kurzfristige neue digitale Welt in Marokko. Aber es bleiben auch weiterhin Herausforderungen. Hohe Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen bis 25, 30. Die Perspektive für die meisten, für viele ist immer noch die Migration nach Europa oder Amerika oder andere Länder. Das Bildungssystem der öffentlichen Schulen muss immer noch ein sehr modernisiert werden. Vor allen Dingen im ländlichen Bereich ist es immer noch auch vor allen Dingen für Frauen und Mädchen sehr, sehr schwierig, da eine fortführende Schule zu besuchen, dass das Bildungsniveau auch da erhöht wird. Das BMZ hat sich daher auch zum Ziel gesetzt, deutsche, europäische und afrikanische Unternehmen und Investoren bei ihrem Engagement in Afrika zu unterstützen. Da Afrika und Marokko im Compact with Africa Mitglieder sind, hat das Ministerium durch die Sonderinitiative Ausbildung und Beschäftigung nachhaltige Investitionen mit hoher Beschäftigungswirtschaft Wirkung in Afrika. Wird es die fördern? Diese in der Sonderinitiative hat zum hat, soll die Chancen und entwicklungspolitischen Ziele in der Privatwirtschaft zusammentreffen, sodass aus der Privatwirtschaft heraus auch die Bereiche gefördert werden im schulischen Bereich, in der Weiterbildung, wo es nötig ist. Afrika bzw. Marokko liegt nur 14 Kilometer vom europäischen Kontinent entfernt. Das heißt, es ist an für sich sehr einfach, von Europa nach Marokko zu kommen und Marokko halt eben auch als Brücke zwischen Europa und Afrika zu nutzen. Marokko wird sehr gerne als Hub für Nord- und Westafrika benutzt, für viele deutsche Firmen bereits, wie Allianz, Bosch, BASF, die hier ihr Headquarter für den afrikanischen Kontinent bereits errichtet haben und von hier aus komplett Afrika betreuen. Aber auch marokkanische Unternehmen wie OCP oder Royal Air Maroc, Maroc Telecom haben halt hier ihr Headquarter und
betreuen halt den Rest des afrikanischen Kontinents von hier aus. Casablanca ist nach Johannesburg der zweitgrößte Börsenplatz in Afrika. Marokko hat mit den verschiedensten Staaten verschiedene Abkommen, schriftliche Abkommen wie das Association Agreement mit der EU, was schon seit 2008 oder 96 an für sich eingeführt wurde. Und in 2008 hat man hier halt den Advanced Status bekommen. Sie haben auch mit Amerika, Kanada, mit der Türkei und den arabischen mediterranen Ländern verschiedene Abkommen, die halt auch die Einfuhr und die Durchführung von Gütern erleichtern. Die wichtigsten Handelspartner im Import und Export sind immer noch Spanien und Frankreich, aber auch China, USA und Deutschland stehen relativ weit oben bei den allgemeinen Importen und Exporten. Der deutsche Außenhandel ist im Jahre 2019 relativ hoch ausgefallen, sehr positiv halt eben auch für Exporte nach Deutschland und Importe halt auch von Deutschland aus nach Marokko. Ist beides gewachsen in mit einem sehr guten Ergebnis für beide Länder, was zu hoffen, wo wir dann auch hoffen, dass es in 2020 muss man halt schauen, wie sich die Entwicklung im Außenhandel mit Marokko weiterentwickelt. Aber wir sind da sehr optimistisch. Die Sektoren für die Exporte nach Marokko sind vor allem Kfz und Kfz-Teile, Maschinen- und Elektrotechnik, was auch viel mit dem Cluster Automobil und Aeronautik zu tun hat. Die Importe aus Marokko liegen hauptsächlich bei Textilien, Nahrungsmittel und Elektrotechnik. Die deutschen Direktinvestitionen sind seit 2010 steigend. Der große Sprung in 2016 hat halt mit der Fusion der Firma Siemens und Gamesa zu tun, die halt in diesem Jahr sich zusammengetan haben, um in dem Windgeschäft zusammen diese Produktionsstätte in Tanger zu eröffnen und von da aus halt zusammen auch die Welt mit Windrädern zu beliefern. Bei der SWOT-Analyse für den Standort Marokko bei den Strengths ist halt die politische Stabilität, die Marokko sehr auszeichnet. Es ist gegenüber vielen afrikanischen Ländern politisch halt sehr stabil. Es hat, wie gesagt, zahlreiche Freihandelsabkommen. Die geografische Lage ist sehr günstig. Wie gesagt, 14 Kilometer nur nach Europa hin. Die Schwächen sind natürlich externe Abhängigkeit, sehr auf den europäischen Markt natürlich auch konzentriert. Der Agrarsektor, der sehr witterungsabhängig ist, weil es halt hier auch eben sehr viel Trockenzeiten gibt und Wasser auch hier oft Wasserknappheit halt eben herrscht. Die Armutsquote vor allen Dingen im Land ist immer noch sehr hoch und es besteht immer noch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Aber es gibt auch gute Gelegenheiten. Die Infrastruktur ist in den letzten 10 Jahren auf das Niveau von Südeuropa gebracht worden. Die Förderungen für neue Energien sind für erneuerbare Energien sind sehr hoch. Sehr viel wird von den
auch von der marokkanischen Regierung investiert in neue Anlagen und für neue Investitionen. Und wie gesagt, die Plattform für den Handel mit dem Rest von Afrika, da wird Marokko auch mittlerweile als bevorzugtes Land ausgesucht. Auch hier haben wir Threats, oder wie der Klimawandel, wie er überall halt eben herrscht, vielleicht hier teilweise auch eben halt durch die hohe Trockenheit, sind immer wieder neue Innovationen auch bei der Bewässerung, vor allem im Agrarsektor gefragt. Es gibt natürlich auch Spannungen zwischen der Landbevölkerung und der etwas reicheren Stadtbevölkerung. Und sobald halt eben das Wachstum in Europa abflaut, hat das hier auch einen direkten Einfluss auf Marokko selber, auf die Industrie und auch auf den Finanzsektor. Die Chancen für deutsche Unternehmen sind in verschiedensten Branchen, wie im Automobilsektor. Da können Zulieferer, KMUs aus Deutschland immer noch sehr, ist immer eine sehr gute Investition, um dort halt auch geschäftlich hier tätig zu werden. Die neuen erneuerbaren Energien haben auch hier, werden immer noch sehr viel, bieten noch sehr viel Chancen, um von deutschen Firmen mit den verschiedensten Bereichen wie Solar- und Windbereich, für den Windbereich neue Investitionschancen zu generieren. Aber auch der Logistikbereich, nicht nur im Hafen von Tangermed, aber auch in Casablanca oder in den anderen Freihandelszonen, sind große Chancen in dem Bereich als auch für Kleinunternehmer zu erwarten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und falls Sie Fragen haben, ja, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank auch die Möglichkeit, dass wir die Kooperation der Einkaufsinitiative Maghreb, die wir zusammen mit der AHK Marokko und den anderen AHKs des Maghrebs aus Algerien und Tunesien und zusammen mit der EMA im November durchführen würden, dass wir die heute bei Ihnen hier auch vorstellen können. Mein Name ist Lisa Immensack, ich arbeite für den Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik im Bereich Internationales. Wir sitzen als Verband mit rund 100 und Mitarbeitern in Eschborn in der Nähe von Frankfurt und veranstalten normalerweise sehr viele Veranstaltungen zum Thema Einkauf. Wie kann ich Einkauf optimieren? Wie kann ich auch neue Zulieferer in verschiedensten Märkten der Welt finden? Wie gehe ich mit diesen Problematiken um, wo finde ich Lieferanten, und wir hoffen natürlich auch, dass wir unser geplantes Projekt mit den AHKs des Maghrebs auch durchführen können. Wir als BME haben verschiedene Bereiche, mit denen wir uns immer um die Optimierung des Einkaufsprozesses kümmern. Das kann dann entweder sein, dass wir Publikationen zu dem Thema machen oder auch Young Professionals fördern oder eben auch Benchmarks durchführen, bei denen man sich und seine eigene Performance mit der anderer Unternehmen auch vergleichen kann. Ich arbeite im Bereich Internationales, das heißt, wir versuchen Transparenz in ausländische Beschaffungsmärkte zu bringen und sind in diesem Zusammenhang bisher verstärkt in Europa tätig gewesen. Wir als BME haben auch eine Außenstelle in China. Hier aus Frankfurt heraus, aus unserem Team, aber sind wir für quasi alles außer China zuständig.
In den seit 2,5 Jahren leiten wir auch ein Kooperationsprojekt in Marokko mit dem Euro-Mediterranen Arabischen Länderverein gemeinsam. Und da sind wir auch im ersten Schritt schon darauf aufmerksam geworden, dass wirklich auch Marokko an sich ein sehr großes Potenzial hat und auch sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark auch entwickelt hat. Und ich kann da auch mich wirklich nur auch den Worten von Frau Schmidt auch anschließen, dass ich auch, als ich in Marokko gewesen bin, auch über die Entwicklung in dem Land wirklich erstaunt war und auch fasziniert war, wie auch in den Freihandelszonen beispielsweise eben auch man gar nicht mehr das Gefühl hat, sich in einer marokkanischen Welt zu befinden, sondern wirklich in einer Business-Welt, in der eine Just-in-Time-Lieferung genauso ankommt, wie sie es auf dem Rest der Welt wahrscheinlich auch tun würde. Und hatte auch schon das große Vergnügen, von Tangier nach Casablanca mit diesem wunderbar schnellen Zug zu fahren. Und habe mich gefreut, dass wir wie in Deutschland mit dem ICE alle Autos auf der Straße neben uns überholt haben. Also das war, ist wirklich Wahnsinn, wie sich das Land entwickelt hat. Genau da möchten wir mit unserer Initiative auch ansetzen, dass wir werden im November 2020 eine Einkaufsinitiative für den Maghreb-Raum durchführen. Die Einkaufsinitiative ist eine projektbezogene Fördermaßnahme des BMWI-Markterschließungsprogramms für KMU. Sprich, sie wird im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie durchgeführt und ist eine kostenfreie Veranstaltung, bei der wir Einkäufern der deutschen Industrie ermöglichen möchten, einen Marktüberblick über die Länder Algerien, Marokko und Tunesien zu erhalten und dann konkret vor Ort, wenn es inshallah im November dann auch möglich sein wird, mit den Zulieferern aus der Region auch entsprechende B2B-Gespräche hoffentlich persönlich und vor Ort und vielleicht sogar mit Händeschütteln zu führen. Partner sind die AHKs der Region. Die Veranstaltung wird in Kooperation auch mit der IHK zu Dortmund durchgeführt und wird auch dort in Dortmund vor Ort stattfinden. Und der Euro-Mediterran-Arabische Länderverein EMA unterstützt uns auch bei der Akquise von Einkäufern und Zulieferern. 24. November 2020 haben wir Stand jetzt, wie ich es als Fan der Frankfurter Eintracht sagen würde, geplant, dass wir die Veranstaltung in Dortmund durchführen werden. Dadurch, dass sie von dem BMWI gefördert wurde, ist sie für beide Seiten kostenfrei. Es sind lediglich eigene Reisekosten zu tragen und das Ziel der Veranstaltung ist es, dass wir den Einkäufern der deutschen Industrie einen umfassenden Marktüberblick gewährleisten möchten aus den drei Ländern. Dafür suchen wir im ersten Schritt, haben wir versucht zu verstehen, was könnte auch ein Bedarf sein, der in der deutschen Industrie besteht und wie können und haben diesen Bedarf nun im ersten Schritt auch schon in den Maghreb kommuniziert. Die AHKs der Region machen sich nun daran, entsprechende passende Lieferanten auch zu finden. Das heißt, alle Einkäufer, die vorab sich auch für die Veranstaltung interessieren, erhalten eine Lieferantenliste von Unternehmen, die in der Maghreb-Region mit einer Produktion aktiv sind und können sich dann aus dieser Liste Lieferanten auswählen, die Sie in Dortmund dann vor Ort treffen wollen und können. Wir haben von dem BMWI die Vorgabe, dass wir uns mit der Einkaufsinitiative Maghreb auf die folgenden Sektoren begrenzen oder fokussieren sollen. Zum einen ist es der Bereich der Metall, Kunststoff, Kunststoffverarbeitung, Elektronik, aber auch Oberflächenbearbeitung, sonstige Materialien wie Chemikalien, Holz, Papier, Glas, Verpackung, aber auch Dienstleistungen, die aus dem entweder IT, Design oder auch aus dem Logistikbereich sein können. Das heißt, diese Firmen sollen nach Möglichkeit mit Lieferanten aus der Maghreb-Region
in Kontakt gebracht werden, die dort Interessen und Bedarfe haben. Von der Einkäuferseite aus, was wären da die ersten Schritte zu tun? Es wäre zunächst einmal auch mir mitzuteilen, welche Bedarfe Sie in der Region haben, nachdem dann eben auch Frau Schmidt beispielsweise in Marokko die Kollegen aus Algerien und Tunesien eben vor Ort entsprechend auch passende Lieferanten gefunden haben, würden Sie eine Lieferantenliste erhalten, würden diese bewerten und sich dann, wenn Sie sagen, ja, da sind Firmen dabei, die ich gerne vor Ort kennenlernen würde, dann eben für die Veranstaltung in Dortmund registrieren, würden dann vorab einen Terminplan mit B2B-Gesprächen erhalten und könnten dann am 24. November in Dortmund entsprechende Gespräche mit den Lieferanten führen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie kommen von der Lieferantenseite, dann wäre der richtige Kontakt die entsprechende AHK. Sprich für Marokko wäre es Frau Schmidt. Und für Algerien und Tunesien, denke ich, würde Frau Schmidt Ihnen auch gerne dann die Kontaktdaten der Kollegen von vor Ort auch dann zukommen lassen. Genau, das ist es von meiner Seite aus. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und sind gespannt, auch ob es von Ihrer Seite aus auch ein Interesse gibt. Für uns als Einkaufsverband ist natürlich auch eine der Motivationen gewesen, dass wir gerade auch bei unseren Mitgliedern festgestellt haben, dass es in wenig Transparenz bisher auf dem Beschaffungsmarkt gibt. Wir auch immer nur wissen, Mensch, Tunesien ist in Elektronik und Mechanik einer sehr stark, ist der zweitgrößte Produzent von Automobilkomponenten, aber wer kauft die, wer produziert die, wie können wir da vielleicht auch Lieferketten optimieren, wie können wir Lieferprozesse beschleunigen? Das ist eine der Motivationen, weswegen wir auch gesagt haben, wir wollen diese Einkaufsinitiative durchführen, weil wir auch überzeugt davon sind, dass der nordafrikanische Raum nicht zuletzt wegen seiner attraktiven logistischen Lage, geografischen Lage, sich auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiterhin zu einem sehr attraktiven Fertigungsort auch entwickeln wird. Vielen Dank. Die Einkaufsinitiative Maghreb beruht auf der Einkaufs-, quasi die, der, ist eigentlich quasi eine Schwester, eine kleine Schwester in dem Sinne der Einkaufsinitiative Westbalkan. Die Einkaufsinitiative Westbalkan führen wir ist im Rahmen des Berlin-Prozesses 2014 entstanden und wurde dann eben auch durch uns seit 2015 durchgeführt, wird jetzt auch seit 2018 durch dieses Markterschließungsprogramm des BMWIs auch gefördert. Und da haben wir mit dem BMWI uns bei der Einkaufsinitiative Westbalkan damals quasi auf diese Bereiche fokussiert, weil auch wir dort festgestellt haben, dass eben auch bei uns der große Teil unserer Mitglieder aus dem Bereich kommt und wir da auch gemerkt haben, dass es quasi da wir den idealen Ansatzpunkt hin zur deutschen Wirtschaft finden würden, weil das natürlich auch die großen Bereiche sind, in denen auch die deutsche Wirtschaft, die Mehrheit der deutschen Wirtschaftsunternehmen auch ihre Bedarfe haben. Und wir gesagt haben, wir möchten quasi auch auf einer bedarfsorientierten, auf einem bedarfsorientierten Ansatz agieren. Das BMWI hat dann diese Vorgabe für die Einkaufsinitiative Maghreb unternommen. Was da genau die Beweghintergründe sind, das kann ich in dem Sinne auch nicht beurteilen. Das ist natürlich von unserer Seite oder aus unserem Gesichtspunkt her, ist es natürlich auch so, dass wir sagen, dass es bei anderen Produkten, wie beispielsweise vielleicht auch aus dem Lebensmittelbereich, es auch schon andere Plattformen gibt, die sich auch mit der Thematik beschäftigen und da auch die Einkaufsprozesse andere sind, als sie es in diesen Bereichen auch wären. Ihre Frage war, wie es jetzt im Moment mit den Lieferketten von, ja, ich sag mal eben Europa, Deutschland Richtung Marokko aussieht. Wir haben das, was wir mitbekommen, ist an für sich, Lieferketten sind weiterhin vorhanden. Das, wo es im Moment halt ein bisschen
halt eingeschränkt auch, weil natürlich nicht alles zur Verfügung steht. Man hat gemerkt, dass die Lieferketten zum Beispiel per LKW ja deutlich teurer geworden sind, weil entweder auf der Hin- oder auf der Rückfahrt nur leer gefahren wird. Die Luftfracht ist ja nicht mehr ganz so frequent wie halt vorher. Und es wird im Moment auch nur aus Casablanca Luftfracht transportiert. Der Schiffsverkehr ist, ich glaube, der Lieferkettenverkehr, der am besten funktioniert, weil Tanger halt auch als Umschlagsplatz für viele Lieferungen aus China, aus dem arabischen Bereich, aus Afrika, aus Amerika und Australien auch benutzt wird. Von daher wird da weiter so gearbeitet, dass da eigentlich permanent immer die Lieferung so schnell wie möglich zum jeweiligen Land weiter geschickt werden, wie vorher auch. Aber es sind halt nicht, es hat sich halt von den Mengen her reduziert, weil nicht mehr alles teilweise lieferbar ist auch. Und Lieferketten hier mittlerweile haben Renault, Leoni, die Automobilindustrie gesagt, wir fangen jetzt halt in der nächsten Woche auch wieder an, so langsam wieder hochzufahren, aber dann auch mit Maßnahmen, die halt für den Coronavirus auch maßgebend sind hier auch strenge Maßnahmen auferlegt, wie Maskenpflicht, wie Desinfektion und solche und diverse andere Maßnahmen auch. Aber man will hier jetzt auch so langsam wieder nach ja, mehr als 5 Wochen im Prinzip Stillstand anfangen, wieder loszulegen, weil ansonsten ja schon diverse Firmen, denke ich, in zu große Probleme kommen, um dann ja auch überleben zu können. Also ich kann, Claudia, deine Erfahrungswerte, sage ich mal, auch in der weltweiten Marktentwicklung, auch gerade in Bezug auf die Transportkapazitäten bestätigen. Uns sagten Einkäufer, dass die Fährkapazitäten im Mittelmeer, um auch gerade durch den Wegfall des Personenverkehrs, um bis zu 70% auch runtergegangen sind. Und damit natürlich dann auch gerade durch das quasi geringere Angebot von sowohl Luft- als auch Fährverbindungen natürlich das auch mit einem Preisanstieg dann auch einhergegangen ist. Also das war so auch die, ist auch die, die Erfahrung, den Erfahrungswert, den wir dort im internationalen Bereich merken. Luftfrachtkosten sind teilweise momentan um ein Vier, also sind, haben sich um ein Vierfaches gestiegen. Also das heißt, da ist es auch gerade immer wieder auch dann eben auch zu Lieferverzögerungen ist es gekommen. Ja, bei der Logistik, bei der Fracht, bei den LKWs haben wir teilweise gehört oder mitbekommen, dass es zwischen 50 und 70% Erhöhung der Kosten sind, um halt per LKW Lieferungen zu verschicken. Also ja, es kommt, denke ich, darauf an, was es für Handmade-Produkte sind. Man muss natürlich die Vorschriften, die vorhanden sind für bestimmte Produkte einhalten. Aber ansonsten, ich sage mal, hängt es halt davon ab, ja, welchen Weg Sie für den Import wählen, ob LKW, Flugzeug oder Schiff. Aber ansonsten, ich sage mal, wenn alle Zollformalitäten und Registrierungsformalitäten für die bestimmten Produkte erfüllt sind, habe ich bis jetzt von Waren, also Importen, keine, ja, ich sag mal, keine Probleme oder keine, habe ich bis jetzt nicht von irgendwelchen Problemen gehört. Aber man muss sich halt an die Vorschriften und an die Registrierungspflicht für bestimmte Produkte halt eben halten. Und das Einzige, was eventuell jetzt bei vielen
Produkten, die eine Rolle spielt, wenn man von Deutschland nach Marokko importiert oder exportiert, dass diese Konformität eine Rolle spielt bei zum Beispiel Elektroprodukten. Diese Konformität sollte an für sich, hat eine Übergangsphase bis zum 20. April, die ist jetzt verlängert bis zum 20. Juni aufgrund des Covid-19, aufgrund von Covid-19. Von daher haben die Unternehmen nochmal 2 Monate extra bekommen, um halt bestimmte Produkte, die darunter fallen, zu registrieren zu lassen, entweder beim TÜV Rheinland, beim Büro Veritas oder bei den akkreditierten Büros, die da halt eben auch an der Grenze in den jeweiligen Freihäfen in Tangier oder in Casablanca dafür zuständig sind. Ein zollfreier Zugang. Also es gibt natürlich die Freihandelszonen. Also gerade in der Küstenregion, ne? Also die größte Freihandelszone ist Tangier Med, denke ich, Claudia, wenn ich richtig. Genau. Ja, Tangier Med. Und da ist es natürlich so, dass Waren frei rein und raus gehen können. Also das heißt, das ist ein Zollvakuum in dem Sinne, in dem man sich da befindet. Und das nutzen eben auch viele Firmen, eben auch gerade im Automotive-Bereich. Ja, um halt zu produzieren, weil die Produktionsstätten dann auch in diesen Freihandelszonen haben, wie zum Beispiel auch Cromwell und Schubert, die haben sich niedergelassen in der Freihandelszone bei Rabat, Kenitra Salé, für Kabelbäume, und die führen natürlich zollfrei ein und führen das, was wieder rausgeht, auch zollfrei wieder aus, was auf dem marokkanischen Markt dann bleibt, wird halt eben, muss verzollt werden dementsprechend, aber ansonsten sind diese Freihandelszonen natürlich, werden da natürlich für benutzt, um halt Waren zu produzieren oder einzuführen, die anzupassen und danach auch wieder direkt auszuführen. Und ansonsten denke ich, ist gerade wenn man sich über auch Zoll für einzelne Produkte auch informieren möchte, ist denke ich auch immer die Seite der GTAI auch eine wunderbare Plattform, um dann eben auch nochmal nachgucken zu können, was es im Einzelnen eben für Zollbestimmungen auch gerade für den marokkanischen Markt gibt. Ja, genau. Also der kurze Hinweis, GTAI, Germany Trade and Invest, ist sicherlich, denke ich, für alle, die auch die Webseite noch nicht kennen, eine sehr für mich immer wieder wichtige Quelle, um eben auch mich über die Regulierung auf den einzelnen Märkten auch zu informieren. Genau. GTAI hat auch noch eine andere Webseite, den Africa Business Guide, wo auch gute Informationen, auch teilweise Informationen von Firmen, die halt hier in Marokko auch oder in anderen afrikanischen Ländern, Erfahrungsberichte werden da auch ausgetauscht, ist auch sehr informativ, sollte man sich vielleicht auch angucken mal. Und das ist halt auch zusammen mit der eigentlichen Webseite von der GTAI immer eine sehr gute Informationsquelle für den kompletten afrikanischen Markt. Hier gibt es natürlich, Marokko hat, wie auch in Deutschland, Europa ist an den Normen gebunden. Es sind hier auch, genauso wie in Deutschland, Qualitätskontrollen, die bei der Einfuhr halt nach die halt bestimmten Regeln zugrunde liegen, und die müssen erfüllt werden, ansonsten kann man nach Europa nicht einführen. Gerade in Bezug auf, wie werden Produktionen geprüft, ist natürlich, also möchte ich gerne noch ergänzen, dass es natürlich auch gerade von der Einkäuferseite natürlich auch so ist, man muss, wenn man in Marokko größere Stückzahlen einkauft, eigentlich auch quasi erst auch vor Ort gewesen sein, sich die Produktion angucken. Und natürlich ist es immer so, dass man auch entsprechende Testlieferungen immer erst bekommt, die dann eben auch durch Qualitätscheckups eben auch dann sichergestellt wird, dass eben auch einfach die Qualität
so auch vorhanden ist, wie man das eben auch erwartet. Also es gibt sicherlich auch Firmen in Marokko, die jetzt, ich drück's mal vorsichtig aus, nicht unserem gewohnten ja, Firmen natürlich. Aus, wie wir uns der Unternehmen klassischerweise in der Produktion vorstellen, auch aussieht. Aber es ist doch auch üblich, oder korrigiere mich gerne, Claudia, dass eben auch beispielsweise eine ISO-Zertifizierung auch vorliegt und Unternehmen natürlich auch gerade, also das ist auch nach westlichen Standards arbeiten. Also gerade, ich glaube, in den Freihandelszonen braucht man eigentlich über Qualität fast nicht mehr reden, weil das da eben auch sehr oft auch ausländische Produktionsstätten sind, von ausländischen Mutterkonzernen sind, die sich da angesiedelt haben, die eben eins zu eins auch ihren Qualitätsstandard dann eben auch nach Marokko übertragen haben. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wie gesagt, natürlich gibt es, je nachdem auch wie groß der Betrieb ist, gibt es kleine Betriebe, große Betriebe, sind die ISO-zertifiziert. Es gibt viele Betriebe in verschiedensten Sektoren, die ISO-zertifiziert sind. Die müssen sich natürlich an diese Regeln und Qualitätsstandards halten. Aber es ist immer anzuraten, was ich denke mal, auch jeder in Deutschland macht, wenn er einen neuen Vertragspartner hat. Man geht erstmal hin und sieht sich die Produktionsstätten an, sieht sich an, was fabriziert wird, welche Qualität es hat, welchen Standard es hat und entscheidet dann. Ich meine, man kauft auch in Deutschland nicht aus dem Blauen heraus irgendwelche Produkte als Unternehmen, sondern wird erstmal eine Kontrolle durchführen. Entspricht das Produkt der Qualität, die ich haben will? Hier gibt es im Moment, auch wie in jedem anderen Land im Moment, ist die Produktion nach Masken, Beatmungsgeräten, nach allen möglichen, steht hier groß an. Herrscht zurzeit ein Ausfuhrverbot für alle medizinischen Geräte, auch für Masken, bis, ich sag mal, der marokkanische Markt selber abgedeckt ist. Danach wird man die Situation neu beurteilen, ob der Export von medizinischen Geräten oder Masken oder was auch immer, ob die dann, ich sag mal, in andere Länder ausgeführt werden dürfen. Teilweise haben Unternehmen eine Sondergenehmigung, um bestimmte Sachen auch jetzt auszuführen. Aber diese Sondergenehmigungen sind nur mit dem marokkanischen Gesundheitsministerium zu erlangen. Ansonsten dürfen im Moment keine medizinischen Apparate, Masken oder Medikamente ausgeführt werden, weil sie erstmal den marokkanischen Markt, weil der erst eingedeckt werden muss und danach halt andere Märkte, wo halt eben die Nachfrage ist und wo man halt eben auch dann dementsprechend die Ausbildung macht. Was wir im Prinzip machen, wenn wir eine Anfrage bekommen, wir klären erstmal ab, was will das deutsche Unternehmen, was sucht das deutsche Unternehmen, wo legt das deutsche Unternehmen Wert drauf, wollen sie hier selber eine Firma gründen, wollen Sie nur einen Distributor haben, einen Agenten oder einen Lieferanten haben, je nachdem. Wir haben ein sehr großes Netzwerk, alleine mehr als 500 Mitglieder aus den verschiedensten Sektoren. Wir sind vielen Verbänden Wir stehen mit sehr vielen Verbänden in den verschiedensten Sektoren, haben wir Kontakt zu, die wir dann dementsprechend auch kontaktieren, die uns dann halt eben auch jeweils an ihre Mitglieder in den Sektoren weiter vermitteln. Von daher, ich sag mal, wir haben verschiedene Möglichkeiten über Verbände, über unsere Mitglieder, über
um halt Kontakte zu den entsprechenden Sektoren, je nachdem aus welchem Sektor die deutsche Firma halt Interesse zeigt, um sich hier auf dem marokkanischen Markt eintreten möchte, haben wir ein sehr, sehr großes Netzwerk, um dementsprechend auch halt Firmen, einen Partner zu finden. Teilweise gehen wir halt auch, wenn es sich hier im Großraum Casablanca befindet, gehen wir oft, besuchen wir auch vorab oft Firmen, um halt zu gucken, ob es eine Synergie wirklich gibt zwischen der marokkanischen Firma und der deutschen Firma. Und dadurch, denke ich, haben wir auch einen persönlichen Kontakt halt eben zu den marokkanischen Firmen und können auch unseren Eindruck an das deutsche Unternehmen weiterleiten, dass die sich dann selber ein Bild machen können und eine Entscheidung fällen können, ob für sie ja dieses marokkanische Unternehmen auch dementsprechend ja für die Zukunft ein Partner sein könnte. Ja, ich sag mal, ich weiß, ich denke mal, qua Freihandelszone kann ich nichts über Algerien und Tunesien sagen, aber es sind halt eben länderbedingte, im Groben denke ich schon, dass die Arbeitsweise sowieso wie die AHK arbeiten, mehr oder weniger das Gleiche ist, ist halt eben auch abhängig, in welchem Land man sitzt, aber im Prinzip, ja. Denke ich schon, dass man mehr oder weniger sagen kann, dass es für Tunesien und Algerien die gleiche Vorgehensweise ist, wie hier auch. Nur jedes Land hat natürlich andere Einfuhr- und Ausfuhrbestimmungen. Da muss man sich natürlich auch vorher informieren. Also ich denke, das ist... Also beispielsweise braucht man eben für Algerien, wie wir es jetzt auch bei unserer Einkaufsinitiative gemerkt haben, braucht man eben beispielsweise ein Visa, wenn man ins Land einreisen möchte. Das ist natürlich dann auch einfach beispielsweise eben auch vorab zu berücksichtigen, dass es eben auch für Geschäftsreisende dann beispielsweise in Algerien auch einfach schwieriger ist, ins Land auch zu kommen. Und ansonsten gibt es natürlich auch, denke ich, in jedem Land, natürlich sind es alles drei französischsprachige, was für einen französischsprachigen Mensch wie mich sehr angenehm ist, Länder, die in denen man auch mit der, wenn man Französisch kann, auch sehr gut weiterkommt. Ich denke auch selbst in Marokko, im Land gibt es auch große Verschiedenheiten, gerade wenn man in den Süden des Landes fährt, dann ist man da auch schon stärker in der Welt der, auch der Berber beispielsweise eben direkt zu Hause. Aber ansonsten kommt man auch, denke ich, auch mit Englisch in Marokko mittlerweile sehr gut weiter. Ja, ich sag mal, in den B2B-Gesprächen wird Englisch mittlerweile ja größtenteils zu 100% gesprochen, weil Marokko halt eben auch erkannt hat, nur mit der französischen Sprache ja, kommen wir nicht so weit, wie wir wollen. Das heißt, hier in Casablanca und sowieso in den sehr touristischen Gebieten wie Marrakesch, Agadir, Essaouira, kommt man an für sich immer mit Englisch durch, auch Ouarzazate, selbst Zagora oder verschiedene andere Städte, kommt man sehr gut mit Englisch mittlerweile hier in Marokko weiter. Natürlich, die französische Sprache ist die Sprache der Regierung, der Administration, aber im geschäftlichen Teil kommt man hier mit Englisch auch sehr, sehr weit.